Es ist mal wieder soweit. Die JHV von motovlog.de steht an. Und dieses Mal geht's auch mal für mich zumindest ein ganzes Stückchen weiter weg wie sonst. Ja, wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen JHV. Und dieses Jahr habe ich mir ja zumindest ein bisschen wieder vorgenommen, was mehr zu machen beim Aufnehmen, aber auch nicht zu viel. Also nach wie vor ist das auch ein bisschen für mich die Ausfahrt, wo ich halt auch ein bisschen mich aufs Fahren konzentriere, was heißt konzentriere, das Fahren halt genießen will. Und nicht auf Biegen und Brechen auf Videos guckt sozusagen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass eins bei rausspringt. Und deswegen gucken wir halt einfach mal. Dieses Jahr, wie gesagt, eine ganze Ecke weiter weg wie sonst. Für mich zumindest. Für diejenigen, die es dieses Jahr organisieren, der Up to Space und der Holt, für die ist es halt näher dran. Das sind die, die sonst immer die weitesten oder mit die weitesten Anreisen hatten. Und dieses Mal ist es in Prignitz. Das liegt so ziemlich in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Und dementsprechend für uns eine ganz schöne Anfahrt. Für mich geht es sogar noch. Ich hatte jetzt, glaube ich, oder habe dann, wenn wir angekommen sind im Hotel, 470 Kilometer. Hinter mir fährt noch der Dotzer Michel, der Moto Holly und die Kawa-Zwerg sozusagen. Die kommen ja von noch weiter unten, also Würzburg und noch ein Stückchen drunter. Die hatten also noch mal ein paar Meter mehr. Das sind gerade Motoholly, Kawa-Zwerg, das sind unsere Eisenärsche hier in unserer Gruppe. Die hatten dann ordentlich was hinter sich. Ja, und wir haben halt den Anfahrtsweg gleich genutzt, um noch was mitzunehmen, was ich schon lange auf meiner Liste hatte, den Kyffhäuser. Der lag halt so auf dem Weg, dass wir zumindest den Abschwächer machen konnten. Und es waren, glaube ich, gerade mal 10 Kilometer mehr. Deswegen habe ich den jetzt endlich mal mitgenommen. Auch wenn wir eigentlich in die verkehrte Richtung gefahren sind. Obwohl, der hat mir selbst da ziemlich gut gefallen. Es ist ja irgendwie so die eigentliche, diese bekannte Kyffhäuser-Strecke. Die geht von diesem Café 36 bis hoch zum Kyffhäuser. Und wenn man auf die Karte guckt, dann ist das sozusagen der nördliche Teil. Wir kommen jetzt natürlich von Süden angefahren, sind von dort aus angefahren, haben dann beim Kyffhäuser Denkmal einmal Halt gemacht und sind dann im Prinzip die schöne Strecke runter zu uns gefahren. Ist allerdings eigentlich auch unproblematisch, weil sie ist eh auf 50 beschränkt und da wir uns dran halten, ist es ja relativ wurscht. Die war trotzdem ziemlich schön. Zum anderen war an einigen Stellen wirklich problematisch, dass vom Regen, vom vielen Regen jetzt wirklich so eine rote Pampe quer über die Straße gespült worden ist und die auch wirklich über mehrere hundert Meter die Straße runtergelaufen ist. Also da war richtig Dreck. Unsere Mopeds sehen entsprechend aus wie Sau im Moment. Und man konnte sowieso nicht übermäßig schnell fahren, aber wie gesagt, ein echt schönes Ding. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Café 36, der Name kommt ja davon, dass es sozusagen 36 Kurven sind von da aus bis zum Kyffhäuser. Da war also auch wieder schön was los unten an diesem Café 36. Wir hatten aber unseren eigentlichen Stopp schon oben gemacht, Kyffhäuser. Wie gesagt, wir waren auch einmal bis zum Denkmal hoch. Ich bin auch einmal ganz bis hoch gekraxelt und habe auf jeden Fall mein Training für heute erledigt damit. Und danach haben wir oben nochmal an dem Parkplatz eine Wurst gegessen sozusagen und unten nur einen kurzen Fotostopp eingelegt bei dem KW 36. Und damit sind wir jetzt da im Prinzip einfach nur noch auf dem direkten Weg zum Hotel. Das Ganze ohne Autobahn natürlich, einfach nur Landstraßen. Und sind vom Kyffhäuser aus dann natürlich zwangsläufig auch ein Stückchen durch den Harz gefahren. Echt schöne kleine Strecken, super schöne Ecken. Also da macht es mit Sicherheit Spaß und Sinn, noch mal ein bisschen Zeit zu investieren, da auch ein bisschen rumzufahren. Das sah echt sehr nett aus, die Meter, die wir da durchgemacht haben. Ja, aber wie gesagt, jetzt da eigentlich nur noch
direkter Weg bis zum Hotel. Wir hatten jetzt gerade noch mal einen kurzen Tankstopp und haben jetzt dann noch 210 Kilometer vor uns immer noch. Und Ankunftszeit sagt er im Moment 19.57 Uhr. Also ich denke mal, wir werden zu den Letzten gehören, die heute aufschlagen. Aber dafür hat man auf jeden Fall eine schöne Fahrt bisher. Mal gucken, was jetzt dann noch so alles kommt. Und vor allen Dingen hatten wir wettermäßig Glück. Also ich bin ja schon seit Wochen am Gucken sozusagen nach dem Wetter. Und je näher es an den Termin ranging, umso schlechter wurde das die Vorhersage für die Tage. Und gestern ist zumindest bei uns in Dippertz ja auch nochmal ein ganz schönes Unwetter durchgezogen. Wobei es Frankfurter Gegend, glaube ich, noch härter getroffen hat. Da ist wirklich eines ist überflutet gewesen. Heute Morgen lag natürlich noch ein ziemlicher Dunst und Nebel in der ganzen Luft. Und das hat sich auch ganz schön weit hingezogen noch. Ich habe mich also mit dem Rest hier getroffen in Barchfeld. Und bis dahin hatte ich eigentlich fast nur Nebel. Aber sämtliche Straßen waren trocken und sind es auch geblieben bisher. Und jetzt seht ihr ja selber, blauer Himmel, einwandfrei. Also besser geht's gar nicht. Auch die Temperatur ist super gut. Jetzt haben wir mittlerweile 24 Grad, also das ist echt herrlich zum Aushalten hier und zum Fahren. Ich hoffe mal, dass das auch so bleibt, bis wir beim Hotel ankommen. Wir haben ja noch ein bisschen dahin und ja, schauen wir mal. Bevor ich jetzt sozusagen meinen kleinen Bericht für den Auftakt, für den Anreisetag abschließe, will ich noch eine kleine Schote erzählen, die das Ganze für mich wieder ein bisschen spannend gemacht hat im Vorfeld. Meine Diva hat mir wieder mal einen kleinen Schrecken eingejagt. Ich meine, mittlerweile bin ich ja sowieso etwas sensibel mit jetzt seit eben gerade 114.000 Kilometer auf der Uhr. Ist natürlich jetzt so jede Macke immer schon sowas, wo man gleich die Befürchtung hat, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nichts Großes. Vor 2-3 Wochen hatte ich also mal das Spielchen, dass ich bei einer Fahrt auf einmal gemerkt habe, oh, meine eine Fußraste links, die fühlt sich so klitschig an, was ist da los? Hab runtergeguckt und sehe, alles nass. Also die Fußraste, der Stiefel, am Motor entlang waren überall so Spritzer. Auf der anderen Seite war alles trocken. Es war schon auf der Straße ein bisschen feucht, aber wenn, dann hätte es auf beiden Seiten spritzen müssen und auch nicht so viel. Da natürlich schon wieder Überlegungen, was ist das jetzt da? Ich war dann wieder zu meinem neuen Heimathafen gegangen hier, Andy's Motorcycles in Dippertz, zum Sven, dem Schrauber meines Vertrauens sozusagen. Und der hat mir natürlich erstmal einen Schreck eingejagt, weil natürlich auch er jetzt da angesichts der vielen Kilometer natürlich auch immer schon am Überlegen ist. Er hat so gesagt, oh je, hoffentlich ist jetzt nicht irgendwie die Kopfdichtung durch, dass es Abgase halt ins Kühlwasser drückt. Er hatte dann eine CO-Messung gemacht, da wird also gemessen, ob im Kühlwasser Abgasrückstände drin sind. Und das war aber alles in Ordnung, also erstmal schon geschafft. Also das Schlimmste ist es scheinbar nicht. Dann war jetzt der Verdacht gefallen auf den Kühlerdeckel. Und ja, hat halt auch 100.000 Kilometer rum, dass er halt nicht mehr die 1,1 Bar, die hier draufstehen hat, sondern halt zu früh aufmacht und dann entsprechend Kühlwasser ablässt. Und es war dann halt auch so, dass wir schon gesehen haben, von der Konsistenz, was rausgekommen war, hätte ich schon gesagt, ja, das dürfte Kühlwasser gewesen sein. Und vor allen Dingen hat man dann geguckt und haben gesehen, der komplette Ausgleichsbehälter war fast leer oder ziemlich leer. Und okay, also Verdacht, Kühlerdeckel, defekt. Wobei man dazu sagen muss, seitdem das passiert war, bin ich schon wieder fast 1000 Kilometer mittlerweile gefahren mit dem Kühlerdeckel und es ist nichts weiter passiert. Natürlich muss man auch dazu sagen, jetzt war der Ausgleichsbehälter leer. Sie hat da jetzt aber auch keine großartige Hitzeanzeige gehabt, dass irgendwas zu heiß geworden wäre oder so. Also don't know. Aber jetzt angesichts der Riesentour, die ich jetzt gerade fahre, habe ich dann natürlich gesagt, oh, das will ich dann doch lieber neu machen. Und der Deckel kostet 20, 25 Euro oder so. Das ist ja kein Ding eigentlich. Das Problem ist, an einen dran zu kommen. War halt jetzt gerade letzte Woche, wo wir das dann halt nochmal angeguckt hatten näher und gesagt haben, okay, wechseln wir aus.
und es war halt keiner zu kriegen. Alternativ hatte ich dann sogar geguckt, dass man halt so einen Verzierdeckel da guckt. Also da gibt es ja dann immer für diejenigen, die alles schicker machen wollen, die Deckel in CNC gefräst. Die kosten natürlich dann 60 Euro. War mir dann aber eigentlich egal. Hauptsache, ich habe einen, der wieder richtig funktioniert. Und aber selbst die waren irgendwie 3 bis 4 Tage, bis sie versandfertig waren, also hat zeitlich nicht hingehauen. Und dann ist mir zum Glück eingefallen, ein Arbeitskollege hat mal irgendwann gefragt, was ich so an Reifen für Motorrad empfehlen würde. Und da hatte ich halt gesagt, er hängt halt davon ab, was für ein Motorrad das ist. Und er sagt, ja, ist für einen Kumpel, der fährt eine Monster 821, kennst du die? Das ist so, na, so flüchtig, ne? Auf jeden Fall habe ich mich halt daran erinnert und habe dann halt gesagt, hier, ich kannte den Kumpel von ihm halt gar nicht. Habe halt gesagt, hier, kannst du bitte für mich den mal fragen, ob der vielleicht bereit ist, mir seinen Kühlerdeckel auszuleihen. Und das hat er tatsächlich gemacht. Also an der Stelle geht ein riesengroßer Dank raus an den Vincenzo, der mir jetzt seinen Kühlerdeckel ausgeliehen hat. Er hat jetzt da meinen so lang, wie gesagt, ganz defekt ist er ja nicht, aber er hat sowieso kein Problem damit, weil der einen Tag drauf in Urlaub gefahren ist. Wir brauchen sozusagen gerade eh nicht. Und mein anderer ist ja bestellt, der müsste eigentlich nächste Woche kommen, also kein Problem. Aber wie gesagt, unbekanntermaßen so eine beknackte Anfrage einfach drauf einzugehen, fand ich jetzt echt super geil. Und das hat es für mich natürlich so gerettet, jetzt die Anfahrt sozusagen. Ich hätte natürlich eine Alternative gehabt, mein Bruder hätte mir seine GS gegeben, aber also wer will denn mit einer GS fast 2000 Kilometer fahren im gemütlichen Sitz und mit Windschild und mit allen möglichen Annehmlichkeiten, wenn man stattdessen auf der Monster fahren kann? Das will doch kein Mensch, oder? Also von daher bin ich natürlich sehr froh, dass das mit dem Kühlerdeckel gepasst hat. Und ja, jetzt sehen wir einfach mal, wie das Ganze hier noch so wird. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch als ein paar Kilometer vor uns. Allerdings, ich denke zumindest, relativ unspektakulär. Von daher werde ich die Kamera jetzt auf jeden Fall auch erstmal ausmachen. Keine Ahnung, ob ich sie zwischendurch nochmal anwerfe oder so. Vielleicht dann kurz bevor wir im Hotel auflaufen oder so. Aber ich denke mal, für den ersten Tag, den Anreisetag, war das jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Und ich habe euch vielleicht auch ein paar Bilderchen zumindest von der Abfahrt vom Kyffhäuser und dem Kyffhäuser Denkmal gemacht. Schade war ein bisschen, dass ich bei der Fahrt durch den Harz durch die Kamera nicht laufen lassen hatte, weil da waren richtig schöne Ecken dabei. Da ist ja diese alte Dampfbahn, die, an der sind wir auch vorbeigefahren, die stand gerade im Bahnhof drin und hat noch so schön vor sich hin gedampft. Die Gleise haben ständig unsere Straße gekreuzt. Einen kleinen Wasserfall irgendwo in der Ecke, echt schicke alte Gebäude, die da immer so in den Ecken standen. Also war richtig schön anzugucken. Schade, dass ich da die Kamera nicht an hatte. Aber shit happens. Wie gesagt, Fokus für mich ist halt im Moment wirklich die Tage zu genießen mit der Fahrerei und vielleicht ein bisschen ans Video machen zu denken. Und nur ein bisschen. Mal schauen. Ich hoffe, es kommt trotzdem was Schönes bei raus. So, ich mache jetzt erstmal raus. Und wir hören es vielleicht später dann nochmal. So, dle. Wie ihr sicher unschwer erkennen könnt, ist es schon ein bisschen später. Also, wir haben es jetzt tatsächlich vollkommen ausgereizt. Ich muss erstmal wieder gucken, was ich noch alles am Mann habe. Ja. Es ist jetzt kurz vor 9 und gleich gehen wir die letzten 2 Kilometer an. Wir mussten jetzt nicht nur schnell noch mal tanken, dass wir für morgen dann voll sind sozusagen, sondern wir haben jetzt auch schnell noch mal geputzt, weil die Kisten sahen ja jetzt alle der Reihe nach dermaßen übel aus nach der Kyffhäuser-Aktion, dass wir jetzt, wie gesagt, erstmal schnell noch die Chance genutzt haben, bei der Tanke, da war eine Waschanlage dabei oder so ein Waschpark dabei, dass wir jetzt da schnell noch mal die Kisten grob sauber gemacht haben. Ja, aber jetzt reicht es dann, denke ich mal auch. Also ich bin dann ziemlich genau 12 Stunden unterwegs jetzt da heute gewesen und ich habe schon
gehört. Bei Michel waren es dann 13,5 und bei der Motorholly und beim Kawa-Zwerg waren es 14 Stunden dann dementsprechend. Also für heute schickt es uns dann, glaube ich. Jetzt hoffen wir nur noch, dass wir was zu essen kriegen und das allseits bekannte Stiefelbier, wobei ich natürlich weniger, aber mal schauen. So. Hallo. Muss man denn rein da?